Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ich würde euch heute gerne meine Januar-Favoriten zeigen. Also Sachen, die ich im Januar gern benutzt habe. Und es sind wieder Beauty-Produkte dabei. Das ist mein neuer Lieblingslippenstift dabei, meine neue Lieblingstasche. Und anfangen würde ich gern mit meinem liebsten Haarpflege-Set. Und zwar, ich blondiere mein Haar seit über 10 Jahren. Ich mache immer Strähnchen am Ansatz und man merkt es ihnen natürlich auch so ein bisschen an. Also ich blondiere immer so alle 2 bis 3 Monate und in der Schwangerschaft sind mir dann ziemlich viele Haare ausgefallen durch die Hormonumstellung, gerade hier so im vorderen Bereich. Die wachsen jetzt alle wieder nach und ich habe da vorne wie so einen kleinen, ja so ein Mikro-Pony, die ganzen kleinen Härchen, die ganzen kleinen Fluseln kommen da jetzt wieder nach. Und auch auf meine Spitzen muss ich aufpassen. Die sind manchmal ziemlich trocken und ja, spröde. Deswegen lege ich ziemlich viel Wert auf meine Haarpflege. Und ich kaufe eigentlich immer nur im Friseurbedarf meine Sachen. Jetzt habe ich letztes Jahr auf einem Press Day ein Set geschenkt bekommen. Shampoo, Conditioner, Haarmaske aus Kopenhagen und zwar von White Mineral heißt das Produkt. Die Flaschen sehen so aus und ich hatte das am Anfang ziemlich lang bei mir rumstehen im Schrank. Ich habe dann auch da ein Set in meinem Adventskalender verlost und dann habe ich im Dezember das mal selber probiert und war so begeistert. Also das ist eben ein Shampoo, ein Conditioner und dann für so einmal die Woche noch eine Haarmaske dabei. Und es ist frei von Tierversuchen, es ist vegan, es ist ohne Silikone, ohne Sulfate, ohne Parabene. Und ja, es ist, wie gesagt, es kommt aus Kopenhagen. Es ist, weiß ich nicht so bekannt bei uns in Deutschland. Und ich bin total begeistert. Die Sachen sind so gut. Meine Haare fühlen sich so weich an. Und auch diese Haarmaske, die duftet voll gut. Und danach, meine Haare, die glänzen. Die sind richtig schön gesund. Also ich benutze jetzt, wie gesagt, seit Dezember. Also so seit 8 Wochen ungefähr. Und ich merke richtig, dass es total gut tut. Ich werde mir das auf jeden Fall nachkaufen. Und ich kann es euch nur empfehlen. Es ist auf jeden Fall ein großer Favorit immer im Januar gewesen. Ich wollte es euch in meinem Jahresfavoriten-Video noch nicht zeigen, weil ich es da eben, wie gesagt, erst so 3 Wochen ungefähr getestet habe und wollte auf die längere Wirkung jetzt mal gucken. Und bis jetzt bin ich wirklich super, super zufrieden. Als nächstes würde ich euch gerne meinen neuen Lieblingslippenstift zeigen. Und zwar ist es dieser hier von Nuxe. Also ein matter Lippenstift, der hat die Farbe MLS09 Natural und das ist so ein dunkler Nude-Ton, so ein ganz zartes Rosé, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe den auch gerade drauf und der hat wirklich meinen MAC-Lippenstift im Januar ersetzt. Ich habe euch den ja immer im Jahresfavoriten-Video gezeigt. Und ich finde den so super. Ich finde sowieso, dass die Lippenstifte von Nuxe ein ganz, ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Also die haben eine tolle Farbbrillanz. Sie decken ziemlich gut. Also, was heißt decken? Sie sind ziemlich stark pigmentiert. Und ich glaube, sie kosten nur 8 Euro ungefähr oder 7, 8 Euro. Sie halten auch ziemlich gut. Sie halten jetzt nicht so lange wie ein MAC-Lippenstift, aber dafür kosten sie auch nur ein Drittel so viel. Also ich kann die wirklich nur empfehlen. Und den Lippenstift habe ich ganz, ganz oft im Januar benutzt. Das ist auch so ein Alltagslippenstift, der irgendwie immer passt. Und deswegen ist es einmal mein Jahresfavorit. Dann als nächstes würde ich euch gerne zeigen. Und zwar, ich benutze ja schon seit über 2 Jahren von Bioderma dieses Micellenreinigungswasser zum Abschminken. Meine Kollegin hat mir das mal empfohlen und ich habe mir das dann gekauft und war super zufrieden. Ich habe ja eine Wimpernverlängerung und darf dann nur Produkte benutzen, die ölfrei sind.
Und dann habe ich das mal genommen und es entfernt wirklich alles ratzifatzi, egal ob wasserfest, nicht wasserfest. Einmal mit einem Wattepad irgendwie drüber und schon ist es weg. Und dann habe ich von Bioderma vor einer Woche oder vor 2 Wochen ein kleines Paket geschickt bekommen. Da war eben dieses Reinigungswasser in klein drin und noch andere Produkte zum Testen, zum Beispiel eine Gesichtsmaske, dann eine neue Creme für Kinder und Babys, die Neurodermitis vorbeugen soll. Dann war ein Shampoo mit dabei und ein Duschgel und lauter so kleine Sachen zum Testen. Ich habe mich da total gefreut, weil gerade dieses Reinigungswasser, ich kaufe mir das immer in groß und ich bin ja ziemlich viel unterwegs. Und wenn man dann so eine kleine praktische Größe hat, ist es ziemlich gut. Außerdem ist es bei uns in Deutschland recht teuer. Ich habe mir das schon öfter aus Frankreich mitbringen lassen und das kostet da ungefähr nur die Hälfte. Also bei uns in Deutschland kostet das ganz Große, das gibt es in den Apotheken, 20 Euro oder 19 Euro. Und in Frankreich kostet die gleiche Größe 9 Euro. Das heißt, wenn ihr das mal ausprobieren wollt und mal in Frankreich seid oder jemanden kennt, der dort lebt, dann lasst euch das mal mitbringen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, weil ihr ungefähr nur die Hälfte testet. Auf jeden Fall von diesem Reinigungswasser war ich sowieso begeistert. Und das benutze ich auch immer. Und dann habe ich noch aus diesem Paket, was ich bekommen habe, 2 Sachen also gehabt, die haben mich so überzeugt. Und zwar zum einen dieses Atoderm Duschgel. Es ist ein Duschgel, aber es ist total mild und man kann es auch fürs Gesicht benutzen. Und ich benutze ja nach dem Abschminken morgens die Clarisonic Reinigungsbürste. Und ich war da immer so ein bisschen unzufrieden mit meinem Reinigungsgel, was ich drauf getan habe. Ich habe da so ein bisschen rumprobiert, was ich nehmen kann. Und meine Haut war danach immer ziemlich rot und hat so ein bisschen gespannt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dieses Reinigungsgel ist irgendwie zu aggressiv für meine Haut. Ich habe empfindliche Haut vor allem seit der Schwangerschaft irgendwie. Meine Haut ist ganz anders. Ich habe hier in diesem Bereich Rötungen. Ich habe hier öfter mal Pickel, auch hier in der T-Zone. Und deswegen musste ich so nach der Schwangerschaft und nach der Geburt vor allem meine Pflege ein bisschen umstellen, weil ich gemerkt habe, dass die Produkte, die ich benutzt habe bisher, nicht so hundertprozentig mehr passen. Und ich war immer auf der Suche nach einem guten Reinigungsgel oder so einem Reinigungsmittel für meine Clarisonic Gesichtsbürste. Und dann habe ich einfach mal das ausprobiert und es ist so mild und so gut, dass es meine Haut fühlt sich danach total weich an, sie spannt nicht, es sind keine Rötungen vorhanden. Und ich freue mich total, dass ich jetzt was gefunden habe. Und was für ein witziger Zufall, dass ich das geschickt bekommen habe und es wirklich ausgerechnet perfekt zu meinem Gesicht passt. Und das werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Genauso wie diese Gesichtsmaske aus der Sensibio-Reihe. Also es gibt von Bioderma eben so verschiedene Sachen, diese blaue Linie. Das ist feuchtigkeitsspendend. Ich habe da ab und zu mal benutze ich auch im Moment die Gesichtscreme, so eine reichhaltige Gesichtscreme, die mag ich auch ganz gerne. Ich habe mir auch mal das Serum gekauft, mit dem war ich jetzt nicht so zufrieden, das war mir nicht reichhaltig genug, das habe ich dann nicht mehr gekauft. Aber in dem Set, was ich geschickt bekommen habe, war diese Maske drin. Und die habe ich jetzt zweimal wöchentlich benutzt und die ist so gut. Ich habe die nach dem Reinigen drauf getan und habe die so 10, 15 Minuten einwirken lassen und einfach mit einem Kosmetiktuch den Rest abgenommen. Und die ist so reichhaltig, so feuchtigkeitsspendend. Die ist einfach echt richtig, richtig gut. Ich habe schon lange nicht mehr so eine tolle Maske für mein Gesicht gehabt. Und deswegen war das auch ein Januar-Favorit und ich werde mir die auch auf jeden Fall nachkaufen. Ich bin jetzt noch viel mehr überzeugt von den Bioderma-Produkten. Also ich habe mir, wie gesagt, bisher immer nur dieses Reinigungswasser, dieses Micellenreinigungswasser gekauft und eben die Gesichtscreme und das Serum, was ich eben nicht so gut fand. Und jetzt bin ich total überzeugt auch von den anderen Produkten. Also ich habe jetzt dieses Shampoo habe ich noch nicht ausprobiert. Diese Creme für Emilian habe ich jetzt
zweimal ausprobiert, aber kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Aber die zwei Produkte sind auf jeden Fall eine meiner Januar-Favoriten. Gut, was habe ich noch? Ah ja, genau. Dieses Mal sind irgendwie ganz viele Sachen dabei, die ich geschickt bekommen habe. Also ich bekomme echt viele Sachen geschickt. Und manche Sachen sind super, manche Sachen nicht so. Die kann ich ja nicht so gut gebrauchen. Aber diesen Monat waren wirklich so tolle Sachen dabei, dass sie sich total in mein Herz katapultiert haben. Mitunter auch dieses Teil hier. Am Anfang war ich skeptisch, weil ich mir gedacht habe, braucht kein Mensch. Es ist von Reload. Es ist ein Spray, wo man sein Parfum reinmachen kann. Ich habe das zu Weihnachten bekommen in einer Box mit drei Testern, also Parfum-Testern, die man hier reinstecken kann. Und ich dachte mir erst, es ist nichts für mich, weil ich seit Jahren immer nur einen einzigen Duft trage, und zwar das ist Chloé. Und ich nehme keinen anderen, ich finde, es ist mein Signature-Duft und passt perfekt zu mir. Deswegen dachte ich mir, ja, nette Erfindung, aber nichts für mich, weil ich will da kein anderes Parfum reinmachen. Jetzt habe ich aber gesehen, das hier, ich versuche es euch mal zu zeigen. Ja, Gott. Ah ja. Und zwar hier oben ist so ein kleines Ding. Und das kann man. Ah nee. Jetzt habe ich das natürlich falsch gemacht. Also hier unten, dieses hier ist es. Hier unten ist so ein kleines Loch und das kann man öffnen. Genau. Hier ist so ein Loch. Und dann kann man oben den Kopf von seinem Parfum aufmachen, kann das Teil hier drauf stecken und pumpen. Und dann pumpt das eigene Parfum in diese leere Flasche rein. Und das habe ich ausprobiert. Das heißt, in dieser Flasche ist mein Chloé drin. Und ja, dann macht man das zu, steckt man es wieder rein. Und macht es hier wieder zu, wenn es geht. Jetzt hat. Und dann hat man sein eigenes Parfum drin. Das heißt, wenn man also seinen Duft, wenn es seinen eigenen Duft nicht in diesem Format gibt, dass es hier reinpasst, kann man einfach in dieses leere Fläschchen, was auch dabei ist, seinen eigenen Duft reinmachen. Und falls es mit dem Abschrauben von dem Sprühkopf auf seinem eigenen Duft nicht geht, ist auch ein Trichter dabei. Das heißt, man kann dann in den Trichter reinsprühen und dann geht es auch in die kleine Flasche rein. Und dann hat man seinen eigenen Duft hier drin und das kann man immer mitnehmen, in die Tasche stecken oder auch wenn man mal feiern geht, in so eine kleine Klatsch, passt es rein und dann hat man immer seinen Duft dabei und kann sich so ein bisschen nachparfümieren. Auf jeden Fall habe ich mich dann total gefreut und es ist seitdem immer in meiner Handtasche. Ich finde es super süß, ich habe eben auch dieses personalisierte Case da bekommen mit Maison Pazzi drauf. Und ich würde sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein Januar-Favorit. Was ich im Januar mir neu zugelegt habe und was auch echt richtig, richtig toll ist, ist diese Tasche fürs iPad. Und zwar, wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich ein riesengroßer Leo-Fan bin. Und dieser Trend, der irgendwann vor 6 Jahren mal in war, ist mir geblieben. Und geht nicht mehr aus meinem Herzen heraus. Es gibt von Dolce & Gabbana diese Serie mit diesem Leo-Muster. Da gibt es auch eine ganz tolle Tasche, die hätte ich auch so gerne. Und dann habe ich diese Tasche gesehen fürs iPad. Die ist mit einem Reißverschluss. Und schaut innen drin so aus. Hier kommt das iPad rein. Und hier hat man noch Platz für ja, Unterlagen oder Karten, sonst was man dringend braucht. In der Mitte kann man einen Stift reinstecken und das hat mir so gut gefallen. Ich habe da jetzt immer mein iPad da drin und ich brauche im Moment so viele Sachen, weil ich so viele Infos oder irgendwelche Blätter für meine Hochzeitsvorbereitung dabei habe. Und bevor das alles irgendwie in meiner Tasche rumfliegt und da sind ja noch andere Sachen in meiner Tasche, irgendwelche Baby-Spielsachen oder Hirsekringel, Reiswaffeln,
bevor sich das alles vermischt, stecke ich das jetzt alles da rein und habe das super praktisch, ganz businessmäßig dabei. Ein Januar-Favorit. Und zum Schluss noch mein absolutes Highlight im Januar, meine neue Lieblingstasche. Tada! Das ist die Sac de Jour in der größten Größe von Saint Laurent. Ich bin ja echt ein riesengroßer Saint Laurent Fan. Und ja, die Tasche steht schon so lange auf meiner Wunschliste. Und in Schwarz und in der Größe. Ich bin ja relativ groß, ich bin ja 1,76. Und ich finde so große Taschen, die passen einfach gut zu mir. Außerdem, wie gesagt, ich trage immer total viel mit mir rum. Und das ist ein absolutes Schätzchen. Die ist in der Mitte oder innen drin, schaut die so aus. Da sind jetzt ein paar Sachen drin, das ist irgendwie ziemlich schwer. Und zwar ist hier so ein kleines Fach hier hinten für Handy oder Schlüssel. In der Mitte ist nochmal 1-3 Verschluss. Und hier auf der anderen Seite sind noch so zwei kleine Innenfächer für ja, Handy oder, keine Ahnung, Lippenstift. Und die hat richtig, richtig viel Platz. Also die hat an der Seite solche Ziehharmonika-Seiten. Man kann die auch noch vergrößern, also so ganz aufmachen. Und ich liebe sie. Sie ist so schön. Sie ist aus einem ganz tollen schwarzen Leder. Und die habe ich im Januar jeden Tag getragen, weil sie einfach so schön ist. Genau. Das waren meine Favoriten im Januar. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben oder hinterlasst mir einen Kommentar. Ich freue mich über jeden Kommentar und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!